Ein erster spektakulärer Tag war das gestern bei der Darts-WM in London. Denn der Weltranglistenerste Gervin Price hat sein Auftaktmatch gewonnen mit 3:1 gegen den Engländer Richie Atthouse vor 3000 Zuschauern im Alexandra Palace. Und heute greift mit Fabian Schmutzler dann auch der erste von vier Deutschen ins Geschehen ein. Der 16-jährige Schüler hat sich völlig überraschend für die WM qualifiziert und steht jetzt auf der größten Darts-Bühne der Welt vor seinem ersten Auftritt, der einer für die Geschichtsbücher werden könnte. Markus Wollsiffer berichtet. Konzentrieren, werfen und treffen. Kein Problem für Fabian Schmutzler. Der 16-Jährige kann es noch nicht fassen. Er ist dabei im Alley Pally und das als bisher zweitjüngster Starter überhaupt. Das ist der Traum jedes Dartspielers und dass das jetzt schon so früh geklappt hat oder überhaupt geklappt hat, das ist natürlich... Ja, man freut sich riesig, weil man einfach da oben stehen darf und man darf einfach seine Darts spielen. Ist einfach ein super schönes Gefühl. Angefangen hat alles erst vor 3 Jahren. Seine Mutter schenkt ihm zu Weihnachten eine Dartscheibe. Fabians Talent bleibt nicht lange verborgen. Er fängt an, im Verein zu spielen und gewinnt reihenweise Turniere. Corona hat mir ein bisschen die Karten gespielt. Ich hatte Online-Schooling während den Pausen, weil man dann jetzt nicht auf dem Pausenhof bei den Freunden, sondern ich war halt hier vor meiner Scheibe. Das viele Training zahlt sich aus. Sein WM-Ticket löst Fabian erst vor wenigen Wochen bei einem Nachwuchsturnier. Seine Familie hatte anfangs noch gedacht, dass er zur Jugend-WM fahren wird. Doch Fabulous Fab, wie er sich nennt, ist bei den ganz Großen dabei und trifft zuerst auf den Engländer Ryan Meikle. Es wäre natürlich echt schön, wenn ich es schaffen könnte, das Erstrundenspiel zu überstehen, weil die Nummer 2 der Welt wartet, Peter Wright, weil ich der jüngste Spieler der Geschichte wäre, der ein Spiel gewinnt. Mit nach London fahren seine Eltern und Kumpel Jakob. Die Vorfreude riesig. Fabian will cool bleiben, wenn er die Darts-Weltbühne betritt. Und es heißt Game On im Alley Pally. Der Sport wurde Ihnen präsentiert. Natürlich, von Berief.